Das nächste Stück haben wir mit Frumpy aufgenommen. Es muss so 1970 gewesen sein. Und viele wissen ja unsere Geschichte von Frumpy. Jean-Jacques kam aus Paris, von der Klassik. Ich kam vom Blues. Und das hat sich wunderbar gemischt, denn es gab ein ähnliches Pärchen damals. Das war Brian Auger und Julie Driscoll. Und die fanden wir ganz toll und deswegen haben wir das Stück gemacht, Indian Rope Man. Thank you.
Durch deine gesamte musikalische Geschichte zieht sich eine gehörige musikalische Bandbreite, würde ich mal sagen. Von den City Preachers, Frumpy, Atlantis zu deinen Gospelprojekten, zwischendurch Soloalben. Was ist der Grund für diese gehörige Bandbreite? Ist das dein Entdeckergeist? Ja, mein Interesse an der Musik. Ich habe ja in den ganzen, ich feiere ja dieses Jahr Jubiläum, 40-jähriges. Und ich habe angefangen mit Gospel bei den City Preachers. Und Gospel ist eigentlich die Urform von, oder die Quelle von der Musik, die ich dann später gemacht habe. Blues, Jazz, Soul, Rhythm and Blues, Gospel, wiederum jetzt und Rock'n'Roll. Und das hängt alles miteinander zusammen. Dem entnehme ich, dass dir musikalische Schubladen völlig egal sind. Also ein guter Song ist ein guter Song, egal wie er geschrieben ist oder aus welchem Genre er kommt. Ja, das ist richtig. Wir haben ja viele Songs geschrieben, Jean-Jacques und ich, in der frühen Zeit. Und das stellt sich immer wieder heraus, jetzt auch heute Abend wahrscheinlich, was ein guter Song ist. Du hast zwischenzeitlich mal kurz auch auf Deutsch gesungen, auf deinem ersten Soloalbum Secondhand Mädchen. Wie kam es, dass du dich dann wieder umentschieden hast und wieder Englisch gesungen hast? Ja, das war ein Experiment. Ich war mit Atlantis in Amerika auf Tournee, kam dann zurück. Atlantis brach auseinander und habe mich von Udo Lindenberg inspirieren lassen und hatte ganz viele Texte auf Deutsch geschrieben, Musik dazu. Und das war einfach nur so ein Vergnügen, einfach das mal auszuprobieren. Und dann hat der Produzent Dieter Dirks damals gesagt, hey, das bieten wir mal der Plattenfirma an, ob die interessiert sind. Und das habe ich gemacht, diese LP. Und was passiert ist ja, meine Fans haben natürlich was anderes erwartet von mir. Und deswegen bin ich dann wieder in mein altes Genre gegangen. Obwohl, die ist gar nicht so schlecht. Also ich habe die nochmal gehört. Die ist gar nicht so schlecht. Nein, also mit Abstand betrachtet finde ich die sogar recht gut. Die Musik da drauf ist sehr gut. Peter Herbertsheimer und auch Teile von der Atlantis-Besetzung haben da mitgespielt. Also durchaus hörenswert noch. Du erwähntest vorhin, dass du 40-jähriges Bühnenjubiläum feierst, wenn man so will. Hat sich dein Publikum über all die Jahre drastisch verändert? Oder anders gefragt, haben auch heute junge Leute Zugang zu deiner Musik? Ja, das ist so wie mit allen Künstlern in meiner Generation. Da kommen dann die Väter und Mütter mit ihren Kindern und schon Enkeln, ne, um zu zeigen, was sie damals gehört haben. Und das ist, finde ich, sehr bemerkenswert, weil die Kinder fangen jetzt auch wieder an, die Musik zu machen, die wir damals gespielt haben. Und das finde ich sehr erfreulich und hat mit Computermusik nichts zu tun, sondern richtig mit Handmade Music.
Thank you.
never be nothing, nothing without a woman or a girl. Yeah, let me say it one more time. This is the man's world. This is the man's world. Oh yeah. But it will be nothing, nothing without a woman or a girl. Now look here, you see. Man made the car to take us over the road. To take us out of the dark, yeah. Man made the boat for the water. Like Noah made the ark. You see, this is the man's man's world. But it won't be nothing without a woman or a girl. Now look up, you see. Man thinks a little bit of baby girls. And a lot of baby boys. Man can make them happy, 'cause man can make them toys. But after man made everything, everything he can, we all know that man makes war to fight with other man. You see, this is the man's, 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 man's world. Without a woman or a girl. Yeah. Yeah. Man made everything. Everything he can. But a woman makes a better man. James Brown, and he was so right. He's so right, yeah. Oh yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Ha. A man that don't have a woman. Are you ready? He's lost in the wilderness. Say this again now. This is the man's world. But
Schlagzeug Helge Zundel. An der Gitarre Matthias Pogoda. Und mein guter Freund aus alten Zeiten, Jean-Jacques Kravitz. Eine große schwarze Schwester von mir hat dieses Lied von Tony Joe White gesungen. Und hätte ich das damals gekannt, dann hätten wir das mit Frumpy auch gespielt. Agent for the blue. Something
Danke. Okay. Dieses Instrument, einige Gitarristen unter euch kennen natürlich die Art Resonanzgitarren, Dobro und so weiter, aber das ist eine National, das ist der Vorläufer von der Dobro. Und die habe ich damals zusammen mit Vince Weber in New York gekauft, auf einer Reise auf der Suche nach dem Blues, Mississippi, von New Orleans bis nach St. Louis. Und auf der Rückreise nach Deutschland haben wir die beide gleichzeitig gesehen und wollten die natürlich jeder für sich haben. Aber wir hatten nicht mehr genügend Geld und so haben wir zusammengeschmissen und diese Gitarre jetzt jeder für sich mal eine Zeit lang kann sie spielen. Vince hat natürlich seinen Anteil, als er mal ein bisschen klamm war, an Abi Wallenstein verkauft. Aber ich schenk ihm den Anteil dann mal irgendwann wieder. When you're afraid of what the future brings, when you're surrounded by a lot of things, when you feel worn out from top to toe, you're at the age to know for sure. Yeah, you know, we come and go. Yeah, you know, we come and go. Thank you.
wretched help, you had to leave me. I was so sad, I was stumbling around. Day and night, my head was hanging down. But then he talked to me. Come on, baby, set yourself free. Yes, he talked to me. Come on, baby, set yourself free. Think about the good times we had together. Think about the sunny days and the stormy weather. We climbed the mountains and we passed the valleys. We walked through dark roads and bright alleys. Yes, he talked to me. Come on, baby, set yourself free. Yes, he talked to me. Come on, baby, set yourself free. Loving songs are never. There's no crown. Yeah, my baby paid a really high price to learn a lesson and to give this advice. Now talk to me from the highest level. Stop moaning over me and start to rev. Yes, he talked to me. Come on, baby, set yourself free. Yeah, come on, talk to me. I wanna set myself free. Loving songs are never apart. Keep my love always in your heart. Sometimes we up and sometimes we down. There's no crown. Come on. Loving songs are never apart. Keep my love always in your heart. Sometimes we up and sometimes we down. If there's no cross, there's no crown. If there's no cross, there's no crown. No.
Ja, das nächste Stück, das ist sowas wie eine Hymne gewesen damals, in den 70ern. Ich weiß nicht, ob ihr die noch kennt. Mm-mm. Thank you.
Großartig. Großartig. Jean-Jacques, wir müssen wieder auf Tour gehen, glaube ich. Let's get on the road again. Yeah, going to the country. There's a place where I can.
loving, loving, loving. Dankeschön, liebe Leute, für den wunderbaren Abend hier, für den Rockpalast in der Harmonie in Bonn. Dankeschön. Till go. Hast du all deine musikalischen Ziele schon erreicht? Ja, man weiß es nicht. Also ich habe nie darüber nachgedacht. Ich bin immer für alles offen. Ich habe mit Sinfonieorchestern schon gesungen. Also es ist auch altersgemäß vielleicht eine Möglichkeit. Aber also Musik interessiert mich immer schon von klein auf. Und deswegen ist das für mich, ich denke da gar nicht drüber nach, was ich als nächstes machen will. Also das ergibt sich einfach. Was würdest du meinen, ist der beste Ratschlag gewesen, den dir jemals jemand gegeben hat? Der beste Ratschlag, mich nicht so wichtig zu nehmen. Aber das ist eigentlich ein Ratschlag, den ich mir selber gebe. Schön. Bist du auf der Bühne dieselbe Persönlichkeit, die du jetzt hier im Augenblick bist, oder hast du so eine Art Bühnencharakterrolle? Also das sind zwei verschiedene Ebenen, ein Interview zu geben, das ist also eine Kopfarbeit, sag ich mal, man denkt über bestimmte Sachen nach, man reflektiert. Auf der Bühne ist es einfach nur, dass man mit den Kollegen und den Musikerfreunden abtaucht, sozusagen. Das wird dann sehr gefühlig und man liegt sozusagen auf einer Wellenlinie, wenn es gut geht, ne? Wir sind ja auch auf einer Wellenlinie, denke ich mal. Aber es ist eine andere Ebene, aber ich glaube, ich bin so wie ganz authentisch, wie ich immer bin. Dein neues Programm ist quasi ein altes, wenn ich das so ausdrücken darf. Du spielst halt so eine Art Werkschau aus den frühen Jahren, gemischt mit einigen neueren Songs und einigen Coverversionen. Wie ist es, die alten Klassiker aus Frumpy und Atlantis-Tagen wieder aus dem Koffer zu holen? Was ist das für ein Gefühl? Ja, es ist schon eigenartig. Ich habe dieses Programm jetzt schon ein paar Mal auf die Bühne gebracht mit den Musikern, die heute auch da sind. Und heute Abend kommt natürlich Jean-Jacques dazu. Ne? Das ist also nochmal eine Steigerung. Denn Jean-Jacques ist derjenige, mit dem ich das damals zum Teil geschrieben habe, die Songs. Und auch bei Frumpy und Atlantis live sehr viele Male in Konzerten gespielt habe. Und das ist ein ganz tolles Gefühl, aber es ist so, dass auch hier die Auswahl ganz spezifisch ist, weil es gibt einige Lieder, die kann man heute nicht mehr spielen, finde ich jedenfalls. Also ich habe das gehört, nach langen Jahren habe ich mal wieder meinen Plattenschrank aufgemacht und reingehört und dachte, einiges ist sehr gut, anderes ist zeitgerecht gewesen. Und das würde ich heute nicht mehr spielen. Also wir haben die Stücke heute auf der Bühne, die auch zeitgemäß noch gut rüberkommen. When I see my gown, there looks so lonely and down. In the corner got a rusty sound. In the dust on my case, says I got no time to waste. I know it's hard to leave, baby, but you know you gotta make haste. Mind. All right, guys.
put new strings on my guitar that waited in the corner for so long. The AC-30 needs new tubes. I want to sound loud and strong. Now go drink from the kitchen and listen to the answering machine. Now the table's perfect, perfect time to begin. He all around, he thinks so peaceful and so calm. Now it's already afternoon. My guitar lies so cozy in my arm. No rhyme and unwind tune. Schönen Abend bei euch hier. Macht's gut, bis bald.